Er ist quasi die Basis des Orchesterganges, der Hauptdarsteller im gleichnamigen Bühnenstück von Patrick Süskind und wurde unserem heutigen Stargast in die vermutlich ziemlich große Wiege gelegt. Die Rede ist vom Kontrabass und Ödön Ratz. Der gebürtige Ungar hat im Jänner sein neuestes Album veröffentlicht und wir freuen uns sehr, dass er gleich bei uns ist. Die Universität für Musik und darstellende Kunst im dritten Bezirk. Ein Ort, dem Ödön Ratz viel zu verdanken hat. Hier absolvierte er sein Musikstudium und seit 2009 ist er Solo-Kontrabassist bei den Wiener Philharmonikern. Der Grundstock für seine Musikkarriere wurde schon in frühester Kindheit gelegt, als er mit 8 Jahren Kontrabass spielen lernte. Eine Familientradition seit vielen Generationen, die auch in seiner eigenen Familie Fortsetzung findet. Meine Eltern wollten, dass ich Cello spiele oder ein anderes Instrument oder mal, dass ich einen anderen Beruf wähle. Aber frage ich jetzt, wenn ich den ganzen Tag nur das Kontrabassspiel von meinem Vater höre und alle Schallplatten und in jeder Ecke steht ein Kontrabass, was kann ich machen? Weltweite Bekanntheit erlangte Ödön Ratz 2012. Damals spielte er vor einem Millionen-TV-Publikum im Pausenfilm des Neujahrskonzerts den berühmten Hummelflug von Rimsky-Korsakow. Seit Jahresanfang ist er mit seinem Album My Double Bass unterwegs. Damit begibt er sich erneut auf die Spuren der facettenreichen Klänge des Kontrabasses. Nichts Leichteres gäbe. So ein wunderschönes Instrument. Herzlich willkommen. Danke sehr. Das spürt man richtig. Wunderschön. Und ein ganz besonderes Instrument. Das auch. Wie alt ist denn der? Mein Kontrabass wurde 1781 in Wien gebaut. Und ich bin sehr stolz. Und das ist für mich eine sehr große Ehre, mit diesem Kontrabass zu spielen. Vorher hat er auch zu einem Wiener Philharmoniker-Kollege gehört und davor auch. Und jetzt gehört er zu mir. Bleibt in der Philharmoniker-Familie. Wird weitergegeben. Ja. Ist es bei Kontrabässen ähnlich schwierig, so ein gutes Instrument zu bekommen wie bei Geigen? Sind da auch die alten Instrumente wesentlich besser als die neu gebauten? Sehr, sehr schwierig, weil zum Beispiel ich weiß, dass Michael Ignatius Stadelmann hat nicht so viele Kontrabässe gebaut. Und ich kenne einen Kontrabass, der steht auch bei Wiener Philharmoniker. Und der andere Kontrabass steht in Berlin, im Musikinstrumentmuseum. Und natürlich, die Kontrabässe wird so viel transportiert umherum. Mhm. Also nicht so wie eine Geige, sondern also, da braucht man wirklich eine große Sperrgepäck und so weiter. Also geht sich im Handgepäck nicht mehr aus. Nein, das funktioniert gar nicht. Aber es ist fast ein bisschen wie eine Liebeserklärung, auch der Name des jüngsten Albums. Das heißt nämlich schlicht und einfach Mein Kontrabass. Und darauf ist eine Reise von Italien nach Südamerika und zurück musikalisch gesehen. Natürlich, warum genau diese Länder? Ich wollte unbedingt auf meinem neuen Album ein Stück von Giovanni Bottesini aufnehmen. Giovanni Bottesini ist leider für das große Publikum nicht sehr bekannt, obwohl er hat zum Beispiel Verdi Aida uraufgeführt, er hat dirigiert und er war rechte Hand von Verdi. Und er war ein sehr virtuoser Kontrabassist und ein fantastischer Komponist. Aber leider sein Name ist nicht mehr so bekannt, wie in seiner Zeit war. Und Piazzolla natürlich. Ich liebe diese Musik sehr, aber als Kontrabassist ich spiele immer nur die Rhythmussache und nie die schönen Liebesmelodien und so weiter. Und ich habe dieses Stück für Kontrabass bearbeitet, also von Cello auf Kontrabass und die Klavierstimme für Kammerorchester. Und ich wollte dieses Stück immer spielen auf Kontrabass und Gott sei Dank ist gelungen. Und
dritte Stück, was ich aufgenommen habe, Nino Rota. Nino Rota kennen wir von Filmmusik sehr, sehr gut. Und ich finde dieses Stück auch sehr lustig, sehr witzig. Aber zum Beispiel, wenn man den dritten Satz hört, dann ist es sehr traurig, sehr melancholisch und ein bisschen depressiv. Aber der vierte Satz geht dann wieder los und dann ist wieder sehr viel Humor und sehr viel Witze dabei. Das kann man alles mit dem Kontrabass zum Ausdruck bringen. Ja. Mit Kontrabass kann man immer alles zeigen. Alles. Sie haben auch ein Duett drauf mit dem Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, sozusagen eine Koproduktion. Solobassist der Wiener, der Sie sind, mit dem Konzertmeister der Berliner. Nicht sind das erste Mal, oder? Ihr arbeitet öfter gemeinsam, ja, glaube ich. Wir arbeiten mit Noah bei Philharmonik zusammen. Ja. Und ich möchte jetzt in einer Live-Sendung nicht unbedingt loben, aber er gehört zu meiner beste Geige. Ja, eine schöne Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Besuch mit dem wunderschönen Instrument. Ja. Danke sehr.